Berlin. Zum 13. Mal, guten Abend diesseits und jenseits der Grenzen. Guten Abend aus Berlin, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur deutschen Hitparade im ZDF. Meine Damen und Herren, 13. Sendung haben wir heute. Außerdem prophezeit einmal ein Karnevalsschlager. Am 30. Mai sei der Weltuntergang. Alles das Dinge, wo man zweifellos sagen könnte, heute müsste jeder zittern. Aber ich bin sicher, dank Berlin, dank dem Publikum in Berlin und dank Ihren vielen Briefen, die Sie uns schrieben, haben wir keinen Grund zu zittern und haben als ersten Titel einen Titel, der so lebensbejahend ist, dass alles das, was ich zu Anfang sagte, weggewischt sein müsste, nämlich Fantastic Ricky Shane, fünfter Platz. Du bist wunderbar, bist wie ein Superstar. Du passt gut zu mir, denn alles ist an dir fantastic. Alright. Du bist immer stadtbereit, hast viel Geld auf Appetit, bist deine Stadt wie vorhin. Doch sind dir da mal zu fein, ganz speziell den Mondeschein, kannst du auch romantisch sein. Jeder rainy night, doch du bist niemals schwach. Gehört Teil ein und mir fantastisch. Es ist beinahe kaum zu glauben, so viel Glück ist Gott zu viel. Vom Scheitel bis zum Schuh, vom Kopf bis Fuß bis du fantastisch. Bereit, hast viel Geld auf Partyzeit, ist deine Stadt zu voll. Doch sind wir dann wann zu sein, ganz speziell im Mondeschein, kannst du auch romantisch sein. Jeder rein die Nacht, doch du bist immer schwach, fantastisch. Jeder Kuss von dir gehört Teil ein und mir. Es ist beinahe kaum zu glauben, so viel Glück ist was zu viel. Vom Scheitel bis zum Schuh, vom Kopf bis Fuß bist du fantastisch. Fantastisch. Ricky Shane, fünfter Platz. Ricky, zum dritten Mal und damit zum letzten Mal dabei. Ganz kurze Frage in Stichworten. Was gibt es Neues bei dir? Meine Wunsch ist eine große Film with the story of Ali Baba. Von Ali Baba und den 40 Räubern. Ist es der Wunsch oder ist er bereits in Erfüllung gegangen? It is right. Is it right? Okay, toi 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 dafür. Meine Damen und Herren, das war der fünfte Platz. Ricky Shane, fantastic. Wir gehen weiter. Mit dem vierten Platz das letzte Mal vorgestellt als Startnummer 14, also als letzter Neuvorschlag der letzten Sendung von 0 auf 4, Toni Nuevo Laredo. Thank you.
Laredo, das war ja, meine Damen und Herren, der vierte Platz. Zum dritten Platz zweifellos ein Spitzenplatz gewohnter Interpret. Das letzte Mal auf den ersten, und wenn Sie die letzte Sendung gesehen haben, dann wissen Sie, wer jetzt kommt. Der hat sich charmant von der Spitze vertreiben lassen, aber dazu kommen wir etwas später. Dritter Platz, Rex Gildo, Labrelewitz, Melinda, dritter Platz, Rex Gildo. Love a little bit, Melinda. Come on and kiss a little bit, Melinda. Schenk mir Zärtlichkeit, es ist höchste Zeit. Mach es mir doch bitte still. Well, love a little bit, Melinda. Come on and kiss a little bit, Melinda. Nach dem ersten Kuss kommt der zweite Kuss. Und dann zählen wir nicht mehr. Weil gern für dich das Feuer geht, such ich immer wieder deine Nähe. Wenn wir Jamaika rum zum Tee, so passt du zu mir. Darum sag ich dir, love a little bit, Melinda. Come on and kiss a little bit, Melinda. Und mich zärtlich küsst, ist das Leben wunderschön. Melinda, Melinda, was die Sterne für das Himmel sind, für die ganze Welt, was für jeden Millionär das Geld, das bist du für mich, darum bitte ich dich. Love a little bit, Melinda, come on and kiss a little bit, Melinda. Schenk mir Zärtlichkeit, es ist höchste Zeit, mach es mir doch nicht zu spät. Love a little bit, Melinda, come on, kiss a little bit, Melinda. Love a little bit, Melinda, das war ja Rex Gildo, der dritte Platz und auch zum dritten Mal dabei, meine Damen und Herren. Damit wissen Sie, ausgeschieden, auch an Rex. Eine kurze Frage, lieber Rex, darf ich dir ein bisschen hier runter bitten? Ich habe gelesen, du machst ein Musical. Ja, ich mache ein Musical und zwar fürs ZDF und das heißt Mein Freund Bunbury. Was gibt's weiter Neues? Im Moment drehe ich einen Spielfilm hier und dann mache ich eine große Show, eine Revue fürs Fernsehen und da lerne ich die Frau noch näher kennen, nämlich ich befinde mich dann in der Welt der Frau, so heißt die Show. Toi, 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 Rex Gildo. Heute hier und morgen da, das ist das Brot eines jeden Schlagerstars. Meine Damen und Herren, Sie werden in der Zwischenzeit bemerkt haben, er ist der Neue, der Wolfgang, der Theo hat eine andere Aufgabe übernommen, aber der Wolfgang spielt also jetzt dafür den elektronischen Kapellmeister. Meine Damen und Herren, ich sagte bereits vorweg, Rex hat sich charmant entthronen lassen. Sie merken also, vorne hat sich irgendetwas getan. Vorne sind endlich mal Damen, was wir so oft gesagt haben, dass wir sie nicht gehabt haben. Jetzt haben wir sie vorne. Zum ersten Mal dabei, das letzte Mal vorgestellt, 16 Jahre alt, sie besingt, Mr. Paul McCartney. Der Titel, die Interpretin Marianne Rosenberg von 0 auf den 2. Platz. Ich habe angefragt und es wurde mir gesagt, dass dich jeder Brief besorgt. Das freut. Ich nahm rosa Briefpapier, in allen Farben schrieb ich dir, doch es traf mit Zeit.
McCartney. Von 0 auf den 2. Platz, Mr. Paul McCartney, Marianne Rosenberg. Meine Damen und Herren, nun aber zu unserem Spitzenreiter. Und damit wirklich die Sensation komplett wird, auch auf dem ersten eine junge Dame, die wir Ihnen vorstellten beim letzten Mal. Eigentlich ist sie seit Jahren auf den vordersten Plätzen aller Hitparaden, aber diesmal zum ersten Mal überhaupt eine Dame auf dem ersten Platz. Alles und noch viel mehr ist der Titel, die Interpretin Manuela, der neue Spitzenreiter. Das Meer blau und grau, was ich seh, wo ich geh, immer spüre ich. Alles und noch viel mehr erinnert an dich. Flugzeug hoch über mir, Wolken mit Ziel. Das, meine Damen und Herren, ist unser neuer Spitzenreiter. Alles und noch viel mehr erinnert mich an dich. Und das Wort erinnern ist ein gutes Stichwort, meine Damen und Herren. Wer mag denn am 4. Juni Spitzenreiter sein beim deutschen Schlagerwettbewerb ausgetragen in Mainz in der Rheingoldhalle? Meine Kollegin Elfie von Kalkreuth wird dort die Interpreten ansagen beim Schlagerwettbewerb. Aber wir gehen weiter mit Adam und Eve und Hey Hey in Tempico 6. Hier in Europa ist das Leben ein angenehmer Aufenthalt. Im Frühling gibt es Schnee und Regen, dann wird es langsam wieder kalt. Und weil wir aus der Schule wissen, es gibt ein Land mit Sonnenschein, wird man uns hier bald hier vermissen. Wir steigen in ein Flugzeug ein. Und
weißem Strand und blauem Meer. Und so verlassen wir euch gerne, uns fällt der Abschied gar nicht schwer. Hey, hey, hinterm Rico, hey, hey, hinterm Rico, steht für uns ein weißer Bungalow im hellen Sonnenschein, der Hund wird glücklich sein. Vorschlag für heute, Hey Hey in Tempico. Der Wolfgang war eben ein ganz, ganz schneller und ich wollte also noch ein kleines bisschen mehr sagen, also am Donnerstag, 4. Juni, 20.15 Uhr, Schlagerwettbewerb im ZDF. So, jetzt haben wir es ganz klar da. Der zweite Titel, damit zweiter Neuvorschlag, den unsere Jury in Mainz für Sie, meine Damen und Herren, aussuchte und damit Ihnen zur Diskussion stellt. Startnummer 7, Tanja Berg, kann ich dich denn nie vergessen. Startnummer 7, Tanja Berg. Mit mir wird das so weitergehen. Kann ich dich denn nie vergessen? Warum fängt immer dann alles, was war, von neuem an, wenn wir uns wiedersehen? Wir haben beide Schluss gemacht. Es war vorüber, erst gestern hab ich mir gedacht, es ist mir lieber, jetzt plötzlich traf ich dich und du bist die ganze Welt für mich. Kann ich dich denn nie vergessen, komm ich niemals los von dir. Was hast du getan mit mir, nur dass so weitergeht? Kann ich dich denn nie vergessen? Warum fängt immer dann alles, was war, von neuem an, wenn wir uns wiedersehen? Allein. Es ist gescheiter, ich brauch dich nicht, um froh zu sein. Es geht schon weiter, doch heute wird mir klar, vielleicht ist das alles gar nicht wahr. Kann ich dich denn nie vergessen, komm ich niemals los von dir. Was hast du getan mit mir? Wird das so weitergehen? Kann ich dich denn nie vergessen? Warum fängt immer dann? Kann ich dich denn nie vergessen? Meine Damen und Herren, wenn es Ihnen bei diesem Titel so gehen sollte, dann merken Sie sich die Startnummer 7. Tanja Berg, Titel Kann ich dich denn nie vergessen? Wir kommen zur Startnummer 8. Eine junge Schweizerin, der Titel Mr. Happiness, Alice Blanche. Mr. Happiness, jede kann mit dir glücklich sein. Mr. Happiness, nur nicht deine allein.
du spielst. Du kannst vieles geben, nur nicht das, was hält. Was du schenkst, das gibt mir leider nicht viel. Mr. Happiness, jeder kann mit dir glücklich sein. Mr. Happiness, nur nicht deine allein, ja. Mr. Happiness, jeder kann mit dir glücklich sein. Mr. Happiness, nur nicht deine allein. Du erzählst das Märchen von dem Hochzeitspaar, doch das alte Lied kenn ich an dir. Von den weißen Pärchen vor dem Trauertag, doch die Masche zieht nicht mehr bei mir. Mr. Happiness, jeder kann mit dir glücklich sein. Mr. Happiness, nur nicht deine allein. Yo, Mr. Happiness, jeder kann mit dir glücklich sein. Mr. Happiness, nur nicht deine allein. Doch du wirst schon sehen, einmal kommt die Zeit, dann bist du allein für immer allein. Dann wirst du dich sehnen nach dem Glück zu zweit, doch du wirst für immer einsam sein. Mr. Happiness, so wirst du niemals glücklich sein. Mr. Happiness, nur mit deiner allein. Yeah, oh, Mr. Happiness, so wirst du niemals glücklich sein. Mr. Happiness, nur mit deiner. La 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 la. Mr. Happiness, Alice Blanche, Steig Nummer 8. Steig Nummer 9, ebenfalls ein neuer Name, meine Damen und Herren, John Eichendorf. Und er besingt sie, Julia. Steig Nummer 9, John Eichendorf. Ich geh und lese dich allein. Wirst du mir das je verzeihen? Julia, Julia. Zu spät fand ich die Liebe zu dir. Die Hoffnung bleibt, du glaubst mir. Julia,
Das, meine Damen und Herren, war sie, die Startnummer 9, John Eichendorf. Ebenfalls für Sie zu Hause in Deutschland zweifellos ein neuer Name, aber in Ihrem Land, in Ungarn, längst ein Star. Jana Konch, Jurastudentin und Schlagerstar, Startnummer 10. Das war Jana Konch, Startnummer 10. Startnummer 11, meine Damen und Herren, ein einziger Name, Cecilia. Gesungen von Martin Mann, 11. Cecilia, du bringst mich in Wut, du machst mich kaputt, doch ich lieb dich. Oh, Cecilia. Du machst mich kaputt, doch ich lieb dich. Und Cecilia, du raubst mir die Ruhe und ich kann dagegen nichts tun, gar nichts tun. Gestern warst du zärtlich den ganzen Abend und so lieb zu mir. Gestern warst du Wieder zu dir kam, war ein anderer bei dir.
wird ganz heiß, wenn du da bist. Oh, Cecilia, dein Herz ist aus Eis. Doch mir wird ganz heiß, wenn du da bist. Oh, Cecilia, dein Herz ist aus Eis. Doch mir wird ganz heiß, wenn du... Cecilia, steigt nochmal Hilfe noch hin, meine Damen und Herren. Bei diesen Rhythmen ganz heiß geworden ist, dann merken Sie sich die Steigerung Nummer 11. Steigerung Nummer 12, wenn Sie eine junge Dame meine, die zum ersten Mal überhaupt im Fernsehen auftritt. Ramona, du, ich brauch etwas und das bist du. Schon genau wozu. Vieles braucht ein Mensch zum Leben, ja, so ist das eben. Dies und jenes muss es geben, damit man wirklich glücklich werden kann, braucht man vor allem Liebe. Liebe von dir. Drum glaube mir. Du. Was und das bist du. Sonst lässt mein Herz mir keine Ruhe. Und ich schlägt leider immer zu. Und wenn ich schlägt, dann heißt es du. Hör mir doch bitte einmal zu. Ich brauche was und das bist du. Ich weiß auch schon genau wozu. Und das bist du. Meine Damen und Herren, das war sie, die Steigerung Nummer 12. Steigerung Nummer 13, ihr kennt sie, die Maschen der Mädchen, und hat nun anscheinend das Mädchen nach Mars gefunden. Chris Roberts! Ich bin oft verliebt und dann wieder allein. Nicht alles ist golden, dich drückt auf der Schein. Es fängt prima an und du denkst, die ist schick. Da ist alles dran, doch dann hat sie einen Tick. Ein Mädchen nach Mars, das dir du gefällt, ist ein Tick, der mir prima gefällt. Ein Mädchen nach Mars, das mich nur betrifft, der die Duft des Missachtes erhält. Gestern hab ich noch nachgedacht, sah ihr Traumbild von mir. Heute hast du mich angelacht und ich gestehe dir. Ein Mädchen nach Mars steht heute vor mir, denn ich seh den Himmel in dir. Ein Mädchen nach Mars mit mir meine Ruhe, denn deine ist lieb so wie du. Ich träume und morgen um noch. Erst macht sie mir Mut und dann sagt sie go go. Doch heute ist Schluss, weil es dich nur noch gibt.
denn ich bin zum ersten Mal richtig verliebt. Ein Mädchen nach Mars, das mir nur gehört, ist ein Tipp, der mir prima gefällt. Ein Mädchen nach Mars, das mich nur betört, wär die bunteste Sache der Welt. Gestern hab ich noch nachgedacht, sah ihr Traumbild vor mir. Heute hast du mich angelacht und ich gestehe dir, ein Mädchen nach Mars steht heute vor mir, denn ich sehe den Himmel in mir. Ein Mädchen nach Mars nimmt mir meine Ruhe, denn keiner ist lieb so wie du. Ein Mädchen nach Mars. Stärk Nummer 13, Chris Roberts. Stärk Nummer 14 und damit letzter Neuvorschlag für heute. Und er hatte einmal vor Jahren das Mädchen nach Mars gefunden, denn er sagte, oh lala, sie hat rotes Haar. Oder er besang sie, die Susanna. Neuerdings empfiehlt er Ihnen, meine Damen, bleiben Sie nicht einsam heute Nacht. Erik Silvester, Stärk Nummer 14. Einsam heut Nacht, träum doch nicht allein, bleib nicht einsam heut Nacht, lass das Glück herein, irgendwo ist ein Mensch, so wie du allein, reich mir den Tag, schenk ihm das Glück bei dir zu sein. Bleib nicht einsam heute Nacht, jeder wird heil, jeder sehnt sich wie du. Auch nach Zärtlichkeit und vertraue deinem Stern, du den im Schritt zeige dein Herz und sag ganz leis, ich hab dich gern. Die Träume und die Wünsche, die man am Tag nie offen zeigt, kommen nach und lassen dich nicht schlafen in deiner Einsamkeit. Bleib nicht einsam heute Nacht, komm doch nicht allein, bleib nicht einsam heut Nacht. Ich möchte bei dir sein, denn ich brauch auf der Welt außer dir nichts mehr. Reich mir die Hand, schenk mir dein Herz, ich liebe dich sehr. Oh, reich mir die Hand, schenk mir dein Herz, ich liebe dich sehr. Reich mir die Hand, schenk mir dein Herz, ich liebe dich sehr. Das war sie, Stärk Nummer 14, letzter Neuvorschlag für heute. Bleibt nicht einsam heute Nacht. Meine Damen und Herren, wenn wir mal zur Uhr schauen, 19.30 Uhr, Zeit für unseren Schnelldurchlauf, damit Sie ganz genau wissen, was war denn nun dabei, was wollte ich wählen. War es zum Beispiel unser neuer Spitzenreiter Manuela. Alles und noch viel mehr. Sie flog wie ein Flugzeug hinauf zum ersten Platz. Zum zweiten Platz Marianne Rosenberg, Mr. Paul McCartney. Weißt du, wie ich leide? Ohne Wort von dir bin ich einsam.
Marianne Rosenberg, zweiter Platz. Dritter Platz, zum dritten Mal dabei mit dem Titel Labadabit mit Melinda, Rex Gildo, dritter Platz. Das war Rex Gildo, dritter Platz. Vierter Platz von 0 auf 4, Toni Nuevo Laredo. Das war ja der vierte Platz, genau wie Rex das dritte Mal dabei mit Fantastic, damit zum letzten Mal mit diesem Titel Ricky Shane. Und unsere Neuvorstellung wie immer in alphabetischer Reihenfolge, Adam und Eve, der Titel Hey Hey in Tempico. Das war sie, die Start Nummer 6, Start Nummer 7, Tanja Berg, kann ich dich denn nie vergessen. Start Nummer 7. Nach der Start Nummer 7, Tanja Berg, die Start Nummer 8, Alice Blanche, Mr. Happiness. Nach der Start Nummer 8, logischerweise Start Nummer 9, John Eichendorf und Julia. Das war sie, die Start Nummer 9. Hier bereits Start Nummer 10, Jana Konsch, immer die anderen. Start Nummer 10. Hier wäre bereits die 11. Cecilia und Martin Mann 11. Das war sie, Start Nummer 11 in unserem Hitparadenspiel. Start Nummer 12, Ramona, du, ich brauche etwas und das bist du. Das war Ramona. Start Nummer 13, ein Mädchen nach Mars, vorgestellt von Chris Roberts. Und last not least, Erik Silvester, bleibt nicht einsam heute Nacht, Start Nummer 14. Das, meine Damen und Herren, wären Sie gewesen, einmal alle 14 Titel. Wir hoffen, Sie haben den richtigen herausgefunden, den Sie wählen möchten. Schreiben Sie uns eine Postkarte an. Das zweite deutsche Fernsehen, Kennwort-Hitparade, 65 Mainz 500. Zweites deutsches Fernsehen, Kennwort-Hitparade, 65 Mainz 500. Aus Berlin sahen Sie, das war die 13. Ausgabe der Hitparade, übertragen aus den Berliner Union Filmstudios. Redaktion Dieter Weber, Kamera Rudolf Jakob, Jörg Kolbe, Peter Lipschitz, Manfred Schäfstadt und Horst Thomas, Bildschnitt Hannelore Lipschitz, Bildtechnik Peter Schögel, Ton Richard Cianos, Szenenbild Joachim Tschirchenka, Produktionsleitung Eberhard Klein, Regie Druck Brandt. Wir sehen uns wieder am 4. Juli mit der 14. Ausgabe der Hitparade. Das war eine Sendung. Tschüss!